Servus, Grüezi und Hallo und recht herzlich willkommen hier wieder bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass du wieder zugeschaltet hast. So, auch Hundi scheint sich zu freuen, dass wir wieder da sind. Ja, mein Kleiner. Vielleicht nochmal kurz streicheln? Nein? Ja, aber vielleicht gibt er Pfötchen oder was? Ja, er freut sich. So, wir freuen uns aber auch, wenn es jetzt gleich wieder weitergeht mit der nächsten Folge hier bei uns. Warlords of New York 2. Ziele stehen noch aus und wir bleiben hier bei uns in der Reihenfolge im Uhrzeigersinn. Somit heißt es, wir gehen als nächstes National Bond Bank und schauen mal, was es hier im nächsten Distrikt zu erledigen gibt. Dragoff hat die Wall Street abgeriegelt. Unsere Agents haben alles nach Schwachstellen abgesucht. Es gibt immer eine. Sprechen Sie mit den Leuten der Siedlung. Die Agents haben sie als Safehouse genutzt. Sicher haben sie Berichte für andere Agents dagelassen. Aha. Also, Dragoff ist unser nächstes Ziel. Okay, dann wollen wir mal los und schauen, was uns die freundlichen Herren am nächsten Stützpunkt alles zu erzählen haben zu Dragoff. Dann müssen wir hier rechts raus. So. Und dann werden wir uns wieder ins Getümmel stützen und ins Gefecht. Sie begeben sich in den Financial District, das Herz der mächtigsten Wirtschaft der alten Welt. Man sieht, wo das hingeführt hat. Vor einigen Monaten wurde der Bereich von einem Hurrikan heimgesucht. Seither sieht alles anders aus. Stochen Sie besser nicht im Schlamm. So, sieht so aus, als müssten wir in den Untergrund. Agent braucht Verstärkung. Jupp. So, mit ein bisschen Glück könnten wir hier auch ein paar Schlüssel finden, die wir ja immer benötigen für die speziellen Kisten, die wir unterwegs finden. So, irgendwo kann man da was plündern, aber da kommen wir nicht rein. Dann versuchen wir es einfach mal hier herum. Ups. Na, hoffentlich hat das niemand gehört. Okay. Wollte er sich hier einfach an meiner Kiste zu schaffen machen? Nicht zu fassen. So. Ich denke fast, dass es egal ist. Ob links oder rechts rum. Aber hier haben wir noch was. Einmal. Zweimal. Und hier wird es auch noch was haben. Und ich höre da draußen Schritte. Ah ja, da patrouilliert was. Okay. Das heißt, wir werden noch ein bisschen Spaß hier unten haben. Aber zuvor sammeln wir erstmal alles ein, was hier so herumliegt. Aber einen Schlüsselkasten habe ich jetzt hier nicht gesehen. Doch, da ist er ja. Hier ist ein Schlüsselkasten. Cleaners Schlüssel. So, wo ist die Patrouille? Ah ja. Okay. Sehr schön. Kurz gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Ja, es scheint so, als wenn wir noch auf dem richtigen Weg wären. Ist da wieder ein Raum? Ah ja. Auch hier werden wir ein bisschen was plündern können.
Jetzt habe ich völlig vergessen zu schauen, ob wir da auch noch vielleicht ein... Nein, hier hat es keinen Schlüsselkasten. Oder hier hinten. Ah, da hat es sich ja doch noch gelohnt, nochmal zurückzukehren. Okay, dann haben wir die Waffe jetzt auch aufgenommen. So, hier geht's rechts rum. Okay. Gut. Da müssen wir hin, nach links. Da oben rein. Tragbares Gerät erkannt. Das wird auch da oben sein. Okay, dann schauen wir mal, wie wir da hochkommen. Ah, ne, hier geht's rein. Sehr schön. So, hier ist das tragbare Gerät. Du warst ein guter Agent. Das bin ich immer noch. Du bist abtrünnig und hast die Division betrogen. Nur weil meine Uhr rot ist, heißt das nicht, dass ich abtrünnig bin. Genau das bedeutet es. Nein. Das bedeutet, Isaac ist nicht so schlau, wie sein Programmierer dachte. Du bist bei den Black Tusks. So wie viele andere. Black Tusk ist nicht das Problem. Ein guter Fußsoldat zu sein und zu ignorieren, was getan werden muss, hingegen schon. Du bist vom Weg abgekommen. Nein, Faye. Du bist davon abgekommen. Wir wurden angeheuert, weil wir anpassungsfähig sind. Wir können Probleme lösen und Dinge hinterfragen. Wir sollen unabhängig agieren. Wir sollen eigenständig denken und mit begrenzten Ressourcen Lösungen für komplexe Probleme finden. Und dazu gehört zu erkennen, was man nutzen kann. Und zu entscheiden, ob die Belohnung das Risiko wert ist. Du hast bereits alles verloren, Faye. Warum hältst du immer noch an dieser kindlichen Vorstellung fest? Die Treue zur Division ist nicht der richtige Weg. Elektronisches Gerät erkannt. So, dann betreten wir mal das Safehouse. Die Siedlung lässt hinsichtlich der Sicherheit zu wünschen übrig. Aber die Leute haben immerhin eine offene Tür für jeden. Ja, ich weiß, was Sie denken. Eine Kommune in einer Bank? Ja, richtig. Wir besetzen diesen Laden. Wir lassen Agents hier abhängen, wenn sie cool sind. Sie sagten, sie beobachten die Rikers auf der Wall Street. Sie haben Notizen dagelassen. Okay, Notizen. Und natürlich müssen wir wieder auf dem Laptop danach suchen. Und der müsste, glaube ich, da hinten sein. Nein, aber wir haben ein elektronisches Gerät. Lau, kommen! Kommen Sie, Lau! Hier, Agent Lau. Wir wurden angegriffen! Die Rikers haben uns in Hell's Kitchen angegriffen! Sind alle wohl auf? Nein! Es ist ein Desaster! Sie konnten eindringen! Wie? Die Geschütze waren aus! Sie haben irgendwie den Strom gekappt! Verdammt! Was ist mit den Patrouillen? Sie kamen zwischen den Schichten! Zwischen den Schichten? Was heißt das? Sie haben geschlafen! Wir haben nicht genug Wachen! Die Rikers haben das abgepasst! Verdammt! Und meine Schwester? Keine Ahnung! Wir haben sie bisher noch nicht gefunden! Ich komme sofort! Mhm. Die Agents waren gut organisiert. Sie haben das Gelände kartografiert. Wir sollten uns beeilen. Je eher wir Dragoff von seinem Thron stoßen, desto besser. Genau. Gut. Also, dann schauen wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. Oh ja, ist ein schönes Stück. Financial District, okay. Wir haben eine Spur zu Dragoff. Er führt die Rikers an, die Wall Street übernommen haben. Das wird sicher kein Spaziergang. Dragoff schützt sie wie seine Familie und sie horten schon seit Monaten Waffen und Vorräte. Oh, eine tolle Familie. Diebe und Mörder. Nicht viel schlimmer als seine alte Familie, würde ich sagen. Hm, hat doch jemand Vorurteile? Okay, dann nehmen wir mal den Aufzug. Ja, Hell's Kitchen, da ging's ab. Okay. Yep. Oh ja. Friss das! Dafür bist du bezahlt.
Nein, nein, kümmert euch mal um den hier. Jupp. So, sehr schön. Feindliche Übertragung empfangen. Ja. Wo haben wir... Vermutlich da oben? Nein, hier unten. Okay. So geht das nicht weiter. Wir brauchen mehr Wachen. Wir haben leider keine andere Wahl. Wir können mehr Leute anheuern. Woher? Von den Rikers? Der Highschool in der Siedlung? Wir können unsere Kräfte mit einer Siedlung bündeln. Haven. Nach allem, was passiert ist, halte ich es für keine gute Idee, wenn Sie und Rhodes zusammenarbeiten. Rhodes und ich kommen schon klar. Er kann auch vernünftig sein. Nein, er ist absolut vernünftig. Aber zu viele Ihrer Agents sind abtrünnig. Ich kann verstehen, dass er der Division nicht traut. Sie tun, als wären wir das Problem. Als wären wir der Krebs und nicht die Medizin dagegen. Faye, manchmal bringt einen die Behandlung um. Okay. So, wir müssen wieder in den Untergrund. Ja. Oder doch nicht. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Ah ja. Oh, da haben wir wohl irgendjemanden wachgerüttelt. Yep. Das sollte es gewesen sein, oder? Und dann noch jemand rum. Nein. Sehr schön. Okay. Haben wir hier wieder einen Schlüsselkasten? Da an der Wand ist nichts. Da an der Wand ist anscheinend auch nichts. So. Aber wir könnten jetzt mal hier rausgehen. Wo kommen wir da hin? Ah, geht nicht. Okay, dann müssen wir da wieder raus. Okay. So, los geht's. Oder haben wir wieder jemanden? So, wir müssen hier rechts lang. Oh ja, aber da haben wir dann auch gleich Betrieb, so wie es aussieht. Aha. Okay, da müssen wir rein. Da ist eine gute Position für das Geschütz. Und wir können versuchen, hier oben reinzukommen. Dann haben wir auch eine erhöhte Position für das Gefecht. Ja, lass deine Drohne nur die Drecksarbeit machen. Leck mich! Aha, jetzt haben wir ein bisschen Fasching. Neuer natürlich. So, wo ist der Rest der Bagage?
Ach, da unten ist auch noch einer. So, die Drohne ist im Cooldown. Aber jetzt können wir es wieder losschicken. So. Dachte ich mir, der darf nie fehlen. Der schwer gepanzerte Feind. Jetzt holen wir uns aber noch ein bisschen Verstärkung. Verstärkung unterwegs. Und bringen uns wieder in eine bessere Schussposition. So, da ist noch einer. Da, oh. So. Okay. Da kann ja unser Geschütz wirken. Da sind ja immer noch welche. Okay, das sollte es jetzt gewesen sein. Doch noch nicht. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Ja, sicher. Aber im Moment haben wir gerade ein bisschen andere Probleme. So. Schütz raus. Und die Kollegen in Empfang nehmen. So, der ist da vorne. So, wo ist sie? Bam, bam. So, das wär's also. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. So, hier sind auch noch Feuerwerkskörper. Sehr schön. Gut, Zugang zum Vorratsraum freigeschaltet. Dann wollen wir doch mal schauen, was wir da drin haben. Und danach gibt's ein bisschen hier für den Kontrollpunktoffizier. Nö, machen wir gleich. Oder? Ja. Bei uns läuft's gerade ganz gut. Ja, das freut mich doch für euch. Bei mir läuft's auch gerade ganz gut. So. Die Rikers begannen als eine Gang entflohener Sträflinge, aber zogen schnell alle Psychokiller in ihren Bann. Nun beherrschen sie den Schwarzmarkt und befinden sich in einem Krieg mit allen anderen Fraktionen. Sie sind skrupellos.
So. Munition aufladen. Agent fordert Verstärkung an. Sehr schön, da haben wir noch mal ein bisschen Feuerwerk. Für Neujahr. Gut. So, wo müssen wir als nächstes hin? Final District, da wollen wir noch hin. Okay. Na, haben wir die Markierung aufgehoben? Wir haben eine Spur zu Dragoff. Er führt die Rikers an, die Wall Street übernommen haben. Das wird sicher kein Spaziergang. Dragoff schützt sie wie seine Familie und sie horten schon seit Monaten Waffen und Vorräte. Oh, eine tolle Familie. Liebe und Knorr. Nicht viel schlimmer als seine alte Familie, würde ich sagen. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Ich komme von der Sand. Pass auf dich auf! Ich muss nachladen! Geht zur Deckung! Ja, wo ist er denn? Okay. Das verstehe ich, dass das wehtut. So, hier geht's lang. Ah ja. Ein bisschen zu spät. Hätte schon gedacht, ich kriege gar keinen Headshot mehr heute hin. Wunderbar. So, jetzt geht's hier rechts rein. Sie nähern sich Dragoffs Schutzzone. Denken Sie dran, Sie sind nur wegen Dragoff hier. Aber falls Sie über das Vorratslager stolpern, plündern Sie es. Ohne die Vorräte kann Dragoff China nur bedingt Hilfe leisten. Seien Sie vorsichtig. Ich werfe sie ungern den Wölfen vor, egal wie sehr wir wegen des Angriffs auf die City Hall hinter Dragoff her sind. Ja, aber wie es jetzt weitergeht mit Dragoff, das werden wir nicht mehr in dieser Folge hier lösen, sondern das werden wir dann in der nächsten Folge hier The Division 2 Warlords of New York hier auf meinem Kanal sehen. Ich sage jetzt erstmal recht schön Dank, freut euch auf die nächste Folge hier bei mir und ich sage... Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.